Jo, servus Freunde. Begrüße euch einmal wieder zu einer kleinen Tipps- und Trickserie. Und zwar, weil ihr es wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen habt, zum warum es einer schaut. Ich will euch einmal zeigen, wie man aus einem 13 Euro Hobo, den kennen wahrscheinlich alle, das ist die kleine Stallvariante, werden wahrscheinlich da viele können. Einfach zusammengestellt, tschak, bumm. Und man hat eigentlich einen schönen Hobo. Und aus dem wollen wir heute einmal ohne Werkzeug, ohne irgendwas, machen wir jetzt einen Holzvergaser. Ja, einen Holzvergaser machen wir daraus. Ganz einfach. Ich zeige euch aber noch vorher kurz was anderes, was von dem Ganzen eigentlich ein Vorteil ist, weil er aus drei Teilen besteht. Wie man den zusammenbaut, wie wir vielleicht eh schon wissen, es sind drei unterschiedliche Teile. Der größte ist immer Standfuß, dann mit der Fütterungsöffnung und in den gehört der kleine Einsatz noch rein und so stellt man es dann eigentlich da rein. Man kann ihn wunderschön füttern, pipi feinst. Ich muss nur noch dazu sagen, ich habe das schon in vielen Videos gesehen, da haben viele da unten Löcher dazu gemacht, das habe ich mir auch gemacht, dadurch zieht der auch besser. Und eins, was ich auch noch sagen muss, der hat unten relativ viel Löcher und das fällt eigentlich alles am Boden. Also da müsst ihr auf alle Fälle aufpassen, irgendwas unterlegen. Da haben wir eh noch eine Kleinigkeit, das kennst du sicher von mir schon, diese Lüftergitter, die habe ich immer wieder im Einsatz, die habe ich mir zugeschnitten. Habe ihn da jetzt da reingelegt und habe damit ein bisschen mehr Durchfallgitter, dass es nicht so leicht durchrutscht. Ja, aber was gibt es da zum Sagen? Viele arbeiten nach wie vor mit einem Drangher. Haben natürlich auch keinen Windschutz, haben extra einen Windschutz oder so. Gut, da gibt es jetzt die Möglichkeit. Ich habe heute einmal meinen Drangher mitgenommen, dass das seht. Möglichkeit 1, ich stütze den Drangher her und stützt den Mittelteil einfach drüber, dann nehmt ihr das Topfkreuz und dreht es um 180 Grad um, legt es drauf, das sitzt wirklich super da oben auf, also da gibt es gar nichts, das hält pipi feins, da kann gar nichts passieren. Und jetzt habt ihr eigentlich einen Windschutz und eigentlich gleich einen Kocheraufsatz dazu. Pipi feins, oder? Gibt natürlich noch eine zweite Variante. Die Sachen bestehen ja aus drei Teilen. Es nehmt den kleinen, setzt den einfach drüber. Durch die Löcher da unten bekommt er von unten einen schönen Zug. Es braucht da oben kein Topfgeiz oder was und könnt ihr irgendeinen Topf da aufstellen. Ich muss schnell einen rausholen, dass wir einen haben. Man sieht, wie das ausschaut. Und könnt den Topf da gemütlich einfach draufstellen. Durch die Bohrungen da können natürlich auch ein bisschen die Flammen besser aus und der zieht besser. Die Variante ist vielleicht um eine Spur besser, weil er mehr Zug hat. Aber ich sage einmal, funktioniert so genauso. Ja, aber wir wollen ja eigentlich einen Holzvergaser draus machen. Und wie machen wir das ohne irgendein Werkzeug? Werde ich jetzt auch sagen. Jetzt nehmt ihr das mittlere Teil, jetzt nehmt ihr das kleinste Teil, dreht das einmal um 180 Grad um und steckt es rein. Das passt da nämlich natürlich super rein und jetzt da haben wir quasi einen Holzvergaser. Er wird zwar von da ein bisschen eine falsche Luft da kriegen, aber im Endeffekt dasselbe Prinzip wie ein Holzvergaser. Er saugt da an, dazwischen kann wunderschön hochziehen. Und da innen, bei den Löchern, ist die Sekundärverbrennung. Ich zeige euch das dann später auch noch. Ich habe mir extra mein T-Shirt mitgenommen, wo man dann draufstehen können. Und genau dasselbe da wieder. Jetzt nehmt ihr das Topfkreuz. Einfach wieder mal verkehrt drauf. Wie gesagt, das wackelt absolut nicht. Das hält wirklich gut. Klar, runterhauen kann man alles, wenn man will. Aber es setzt euch ein Topferl drauf. Und das hat quasi einen Holzvergaser. Eins, was natürlich ist, man muss halt von da nachwerfen, wenn man nachlegen will. Gut.
Nachteil, Vorteil, meine Gott, bei meinem Solostof kann ich auch nur Kleinigkeiten nachwerfen. Wenn ich was Größeres nehme, muss ich auch einen Topf haben und lege es von oben drauf. So, ich habe jetzt mein Tischl da, da kann mein Unterschied draufstehen. Ich habe auch mein Unterlags, mein feuersfestes Carbonvlies dabei. Ihr wisst ja, das habe ich alles meistens immer dabei, als Unterlage. Ist auch viel besser als wie diese Lötmatten, muss ich auch dazu sagen. Okay, sie kosten ein bisschen mehr, sie sind aber dafür dicker. Ich glaube, das ist 5 mm. Ich habe die auch genommen für meinen X-Boil, für den Kocher, dass man nichts umschieben kann. Ich finde die Matten gut. Ist auch jetzt für mich als Unterlage. So, und da haben wir jetzt einmal unseren quasi Holzvergaser drauf. Und den werden wir da jetzt einmal anzünden. Ich habe wieder ein bisschen was von daheim mitgenommen und nehme da wieder so ein Wattepad. Das werfen wir da mal rein. So, mal ein bisschen anbringen. Ich habe meine Kiefernzopfen wieder dabei. Die legen wir da gleich einmal her, dass die mal ein bisschen anbrennen. Das wird auch recht flott sein wahrscheinlich. Ich will da jetzt auch gar nicht ein großes Feuer machen. Wir haben da relativ viel Wind. Stört mir aber nicht so, weil ihr seht, der ist relativ windgeschützt ja trotzdem. Ich möchte euch das eigentlich nur zeigen, dass ihr seht, dann wenn die sekundäre Verbrennung einsetzt, wie das auch super funktioniert. Und dazu reichen wir eigentlich, ja, die zwei Zapfen müssen schon genügen. Man kann auch schön sehen, wie es da innen den Rauch richtig zurückzieht. Und bei ein paar kleinen Löcher, da vis-à-vis, brennt es auch schon aus. Und da ist die sekundäre Verbrennung, wo es eigentlich die Holzgase verbrennt, schon am Arbeiten. Wie gesagt, auf der herüberen Seite, da herüben, sieht man schon schön, wie eigentlich durch die Löcher das Gas rauskommt und wirklich schön nachverbrennt. Klar, die herübere Seite ist offen, da wird das nicht so hundertprozentig funktionieren, ist klar, weil da kann die Luft vorbei, aber immerhin, ich finde, das schaut doch ganz gut aus, oder? Ja, falls einer will, es besteht natürlich noch die Chance, dass man das dann noch einmal drüber tut. Wird er wahrscheinlich besser ziehen, ich nehme den nur einmal schnell runter nochmal. Dann muss man aber einiges ein bisschen nacharbeiten, weil auf den steht dann natürlich das Topfkreuz. Steht zwar auf, aber es ist nicht so gut. Man könnte aber hergehen und diese Schlitz ein bisschen vergrößern, wirklich nur ein bisschen was wegfallen. Dann täte die wunderbar passen und das täte schön einrasten. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das waren überall 1-2 mm weg und das täte wunderbar einrasten. Ja, aber im Großen und Ganzen, es hätte jetzt mit dem Teil eigentlich einen wundertollen Hobel. Und es hat auch einen Holzvergaser. Also man kann ihn verwenden, wie man will. Ja, Freunde, das soll es auch wieder gewesen sein. Ja, man denkt, ich zeige euch das. Eins ist klar, das Bockmaß von so einem runden Hobo ist natürlich was anderes. Aber wer schon immer einen Holzvergaser wollte, aber keine 90 oder 100 Euro für einen Solostof ausgeben wollte, ist auf der Variante um 13 Euro, was der gerade kostet bei Amazon. Ich verlinke euch den gerne unten. Seid auf alle Fälle gut bedient und man kann ihn als normalen Hobo auch verwenden. In meinem Elternvideo habe ich den auch immer wieder verwendet und ich werde ihn auch in Zukunft wieder verwenden, weil er eigentlich nicht schlecht ist. Was ich empfehlen kann, ist so eine feuerfeste Matten, wenn ihr keine habt. Verlinke ich auch gerne unten eine. Ich habe da die kleinste, die ist 30x30. Da habe ich mir schon was rausgeschnitten für meine vom X-Boil für den Brenner und in dem Sinn. Ja, sorry von dem Lärm für die Flieger, aber da kennt ihr heute wahrscheinlich überhaupt kein Videodrama, da ist die Hölle im Augenblick los. Ich sage trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, manche können das ein bisschen brauchen und wenn nicht, auch kein Problem. Dann sage ich noch Servus und Pfiat euch.